Noch nicht? Wer brauche ich denn noch? Oh, 9 Punkte. Ernsthaft. Bei was? Produktion. So, warte mal. Was habe ich jetzt hier noch? Was kann ich noch? Also entweder herstellen, kochen. Dann bekommt man ja Punkte in der Produktion. Hab ich nicht noch Stock? Doch, hier. Dann mache ich noch ein paar Holzlöffel und verkaufe die auch noch. Viel zu viel Stock. Ah ja, Wickelrad, hallo. Wie geht es dir? Es gibt einen Kerl, der Zähne sammelt. Angeblich hat er schon über 200. Ich weiß nicht, ob das Gossip ist und ihn das überhaupt nicht interessiert. Okay, ich bewundere deine sensible Seite. Danke, meine Mutter brachte mir bei, dass ein Mann nicht nur stark, sondern auch sanft sein muss. Oh. Eine behutsame Berührung hilft mir, ein Hühnchen zu beruhigen, bevor ich ihm den Hals umdrehe. Okay. Schön. Oh Gott. Wusstest du, dass die Wolle eines Schafs einfach weiter wächst, wenn es nicht geschoren wird und es daran sterben könnte? Erst kürzlich fand ein Jäger eines, das seit mehreren Jahren als verschwunden gegolten hatte, und seine Wolle wog so viel wie ein 17-jähriger Junge. Okay. Ich sag einfach, ich mag dein Pragmatismus. Ich habe einmal Rosinen probiert, aber ich bin nicht sicher, was ich von dem Geschmack halten soll. Ich hasse Rosinen. Ja, bin ich auch nicht Fan von. Widerlich. Wenn du eine Taube dazu abrichten könntest, eine ganz bestimmte Art von Essen für dich zu stehlen, welche wäre es? Gott. Ich gehe dann lieber auf die Rosinen. Ja, echt. Ich sag's ja, das sind echt verrückte Fragen. Aber schon 70% Zuneigung. Ich glaube, wenn es anstelle von Königen nur Königinnen gäbe, dann gäbe es keine Kriege mehr. Nee. Nee. Das glaube ich eher weniger. Auch Frauen können Zickenkriege vom Zaun brechen. Meine Großmutter behauptet, sie hätte das Herz meines Großvaters gewonnen, indem sie ihn mit Keksen gefüttert hat, in deren Teig einige Tropfen ihres Blutes und einige ihre Haare gemischt hatte. Ja, das ist ein super Anmachspruch, wirklich. Aber okay, das mit den Kriegen fand er gut. Kriege sind dumm, Menschen verlieren ihr Leben und ihren Besitz für nichts. Ja, da hast du allerdings recht. Oh, schön, ich brauche endlich nur noch einen Pfeil für ein Schwein. Alter, was ist das für eine Aussage? Das Pulver zerriebener Hirschhoden soll mit Wein vermengt eine anregende Wirkung auf Frauen haben. Mhm. Ich weiß ja nicht. Ich mache mir nochmal hier mit der... Willst du lieber tanzen oder willst du singen? Okay. 80%! Yay! Kannst du Ton brauchen? Auf jeden Fall. Ist gar nicht. Habe ich schon Ton? Ton. Ja, ich... der Grabungsschuppen produziert auch gerade schon Ton. Aber ja, es ist auch ganz gut. Ach ja. Ich habe mich jetzt ins Gespräch mit Wickelrad vertieft. Eigentlich wollte ich... Ja, sorry, aber ich muss hier mal gerade ran. Ich will ein paar Holzlöffel herstellen. Boah.
of suggestions for improving life. Yes! Näherei 2 freigeschaltet. Sehr schön. Warte mal, die kommt hier rein. Ich glaube, die stelle ich hier hin. So, da. Kann man wenigstens auch bald, Moment. Ich denke gerade einen Schritt zu weit. Ich muss erst noch wenigstens ein Feld machen, damit dann im nächsten Jahr auch Leinsamen gedeihen können. Ein schön großes Feld. So, warte mal. Na, innerer Monk. So. Ist gar nicht übertrieben oder so. Aber egal. Und dann baut ihr hier Flachs an. So. 120 Felder für Flachs. Ja, das passt. Flachsernte wird dann schön groß ausfallen. Oh, es wird mir aber gerade echt auch warm hier. Puh. Verdurst sie gleich. Hast du keinen Fluss in der Nähe? Einfach mal so einen Kopf reinhalten, fertig. Doch. So. Kommt jetzt. Lauf jetzt auch einmal durch den Fluss, um mich ein bisschen abzukühlen. Kannst du noch einen Dorfbewohner brauchen? Ja, ich hab hier gerade 2 Isegrim, die. Komm her. Wir haben hier 3 Gewinnungen. Boah, der ist gut. Der hat 3 Sachen auf 3. Oh, ja, den nimm auf jeden Fall mal mit. Was hat er denn auf 3? Ist hier Gewinnung, kein Landwirtschaft und Diplomatie. Und er ist erst 21. Dann stecken wir den in den Feldschuppen rein. Erstmal. Können die. Ja, genau. Zungenbrechername. Spigny. Das ist wie Kipsi. Kann ich nicht aussprechen. Das ist für mich ein Zungenbrecher. So, einmal dich dort hinein. Du bist 21. Mit wem kann ich dich zusammenstecken? Inga wäre gut. Damroka? Hat die nicht schon jetzt einen Kerl drinne? Nee. Ah. Scherbenstraße 2. Okay, die wohnt dort. Scherbenstraße 2. Kommt hier der... So. Beide 21. Passt. Und ich brauche gerade mal ein Messer. So. Jetzt hör doch auf, mal mich zu beschweren. Ich weiß. Es ist halt Sommer. Also ich komme wahrscheinlich gleich mit 400 Steinen in der Tasche wieder, ne? Ist okay. Meine Fresse, hab ich mich gerade verjagt. Scheiße. Wer du? Kriegst einen auf den Kopf und kannst du nochmal darüber nachdenken, was du gerade getan hast. Dein Fell werde ich dann mir als Bettvollleger dann auch hinpacken. So. Bisschen bei Skauki. Ah. In der Mine. Ach, wir haben direkt bei mir ist eine Mine. Musst du doch nicht dahin laufen. Aber in der Skauki-Mine gibt es direkt Eisen. Wie jetzt? Was du abbauen kannst. Ja? What? Nicht, Alter.
Ich bin okay. Da deep drin. Ich hab gesagt, ich bin deep in diesem Spiel drin. Ich weiß, ja, dass es gute Dinge gibt. Was? Normalerweise muss man doch erst Eisen mit einer Mine freischalten. Und hier gibt's frei abbaubar Eisen. Ja, moin, genau. Zur Gewinnung. Also ich fühle mich gerade echt wie so ein Level Nuller hier. Und das Gute ist, durch das, dass du dieses unendliche Inventar hast, ja, kann ich halt voll reingrinden jetzt und alles mitnehmen, ja, was in dieser Mine ist. Zinn, Kupfer, ja, Eisen. Mhm. So, erstmal hier nochmal nach Piastovia rein. Ich habe nämlich jetzt gegrindet, um einen Langbogen und eine Eisenspitzhacke zu kaufen. Okay, wir hätten jetzt auch schon die Möglichkeit, es selber herzustellen. Was? Eine also, Eisenspitzhacke? Nee, das nicht, aber zumindest einen Langbogen. Dafür habe ich das Schema schon freigeschaltet. Und alles? Nein, aber ich bin gerade in Piastovia und verkaufe erstmal nochmal ein paar Sachen. Nee, die Eisenäxte, die behalte ich. Die Pelze können weg. Hab ich hier noch irgendwas, was ich verticken kann? Ah, das auch. So, Messer. Warte mal, Fleisch habe ich doch gerade noch mit hier. So. Und Leinsamen nehme ich noch ein paar mit. So. Und Leingarn. Wie viel braucht man nochmal für einen Bogen? 4 Leingarn, okay. Habe ich mir gerade bei Markus Laff einfach mal jetzt erstanden. Ist hier noch eine. Ach so, 6-mal verdorbenes. Ja, feste Krähe, nee. Kein Fest. Oh, jetzt. Ach du meine Güte, jetzt habe ich jetzt erst gerafft. Kein Fest für Krähen. Es ist eine Anlehnung an den Titel von George R. R. Martins Buch von Game of Thrones, Feast of Crows. Du bist wirklich entweder ja, ein Serienjunkie oder belesen. Eins von beiden. Beides, beides. Ich habe das Buch und halt Game of Thrones komplett durchgesuchtet. Game of Thrones hat mich tatsächlich nie gepackt. Also, die ersten 6 Staffeln waren gut. Aber dann die 7. und die 8., das war einfach nur noch für die Tonne. Das war einfach nicht mehr. Man hat sich's angeguckt, weil man wissen wollte, wie es zu Ende ist. Aber es gab dann so viele Timeskips, wo man sich so denkt, Alter, für diese Zeit brauchst du einfach mal Wochen von A nach B zu reisen und die reisen innerhalb von ein paar Tagen dahin. Oder ich war dann irgendwann so, ja, ich guck's mir nur noch an, weil ich wissen will, wie das Ende ist und dann schließe ich damit ab. Das einzige Positive noch an dem Ganzen war dann, dass Sansa Stark dann den Thron des Nordens dann bekommen hat. Und damit war ich mir dann wieder ein bisschen zufrieden, weil Sansa immer eigentlich einer meiner liebsten Charaktere war. Alright. Aber ansonsten, boah, ja. Die fingen sehr, sehr gut an. Die ersten 3, 4 Staffeln waren super und auch. Aber dann so, ne. Also House of the Dragon ist hingegen wieder gut, weil man da wenigstens eine richtig abgeschlossene Geschichte drin hat.
Das Ganze spielt ja quasi noch vor Game of Thrones. Und handelt um den Tanz der Drachen, also die Familienfehde, die sich in den, die sich bei den Targaryen entwickelt hatte. Und da muss ich sagen, das gefällt mir hingegen wieder sehr, sehr gut. Da mussten sie sich jetzt, mussten sich die Showrunner wenigstens nichts dazu spinnen. Genauso wie bei, obwohl bei Witcher ist es halt auch wieder so, da ist ja die Geschichte komplett abgeschlossen. Aber warum müssen sie so von der Geschichte abweichen? Man hätte es so schön verpacken können und ich, boah, also dritte Staffel habe ich mir sogar noch nicht mal wirklich komplett angeschaut, weil ich einfach nicht sage, nee, ich will nicht. Vor allem, weil jetzt Henry Cavill jetzt auch gegangen ist. Das war auch schon wieder so, ja. Einer der Gründe, wieso ich das jetzt mir nicht, also gerade aktuell nicht antun konnte bis jetzt. Wie Eisenaxt. Eine Panflöte. Brauchtest du nicht eine Panflöte? Ja, ja, für den einen Typen da im zwischen Piastovia und meinem Dorf. Der eine Bade da. Ja, das ist die. Warte mal, wo bist du? Okay, immer noch. Hatte der nicht was von Ostoja gefaselt? Das kann sein, aber ich weiß, dass hier hinten eine liegt. Ich habe gesagt, ich kenne auch Lootspots. Ja, also entweder ist es jetzt ein Übersetzungsfehler gewesen, aber das ist dann ja schon ein gravierender Übersetzungsfehler. Nee, die Panflöte liegt immer hier, das ist okay. Einfach ein Lootspot. Ja gut, aber wenn das dann seine Panflöte ist, na denn? Nee, sonst würde ja dran stehen, dass es ein Questgegenstand ist, zumindest. So, dann ist das. Ach, dann ist das ein Geschenk. Ach so. Richtig. Welche Quest ist denn das? Ich habe keine Quest bekommen von dem. Der hat mir ja nur davon erzählt, aber jetzt hat mir keine Quest dafür gegeben. Ja, dann ist es kein Questgegenstand. Nee, die Frage ist, ob er jetzt eine von dir haben will oder nicht. Also, er hat mir halt nix gegeben. Wo man sagen kann, okay, du hol mir eine Panflöte. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich jetzt alles für den langen Bogen brauche. Ich nehme jetzt einfach mal alles mit. Und dann bastle ich mir jetzt auch einen langen Bogen. Steinpfeile müssten jetzt ja... Ist das dein Ernst? Oh nein! Oh, die Quest ist so Arsch. Läuft die auch irgendwann ab? Nee, ne? Nein, super. Die nicht. Du musst Dachse jagen, dann das Öl davon oder das Fett, also wenn du die jagst und sie dann häutest, dann kriegst du automatisch das Fett. Das musst du dann zu einer geben in Piastovia oder du gehst zu Seduvin und der gibt dir ein Medikament. Ich empfehle dir, geh nicht zu Seduvin, weil wenn du das Medikament dem bringst, dann stirbt die Frau. Also du musst wirklich die Dachse jagen, das dann zur Medizin verarbeiten lassen von einer in Piastovia und das bringst du ihm dann und dann kannst du die Quest abholen und abgeben. Und das Lustige ist, die habe ich jetzt, wie gesagt, schon einmal gemacht. Es gibt eine es gibt eine Textpassage, er fragt dich dann, was er dir geben soll als Belohnung. Und dann habe ich gesagt, du gibst mir das, wovon du weißt, aber noch, wovon du, was du hast, aber noch nichts davon weißt. Er so, was soll denn das sein? Er kannte das Gesetz der Überraschung noch nicht. Also habe ich mich dann dafür entschieden, ihm einfach zu sagen, du brauchst mir nichts geben. Dann kriegst du 1000 Reputation. Oha. Ja. Aber ich fand die Textpassage halt gut, so schön noch Gesetz der Überraschung. Das muss es wohl anscheinend wirklich in der slawischen Mythologie wirklich geben. Das hat sich wahrscheinlich Sapkowski für The Witcher nicht ausgedacht.